wir sind zurück in Elden Ring und ich habe für dich diese geniale Waffe, die hier am Rotieren ist. Das ist ein richtig geniales Schwert und hier siehst du gerade das Ding in Aktion, ohne dass es irgendwie aufgelevelt ist. Also es ist noch nicht aufgestuft, deswegen ist der Schaden jetzt noch nicht so heftig, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Um das Schwert zu bekommen, müssen wir einmal die Region wechseln und da sind wir auch schon. Wir sind in Zelit und zwar abseits von Zelits Nordhochstraße und von hier ist es auch nicht weit. Ich habe hier auf der Karte markiert, wo das Ziel ist. Das ist der blaue Marker und genau dorthin reiten wir nun. Du musst nur ein bisschen unterwegs aufpassen, weil da sind Pflanzen, die dich vergiften können. Wir sind da. Wir brauchen nun zwei Steinschwertschlüssel, um hier reinzukommen in die Kerkerhöhle. Und dort wartet natürlich wieder eine Gnade auf uns. Natürlich nehmen wir uns hier schnell die Truhe mit, da ist eine Rune drin und dann geht's in die Höhle. Wunder dich nicht hier im Video, ich habe nämlich zwei Videos zusammengeschnitten. Einmal, als ich das erste Mal drin war und zum anderen, als ich nochmal den Weg abgelaufen bin. Einfach, damit du dich besser orientieren kannst. Wir müssen weiter hier an der Ratte vorbei. Den Gang immer weiter entlang. Dann passiert gleich Folgendes. Wir stürzen nämlich hier ab und landen hier unten in einem Kerker. Und wenn du hier das erste Mal runtergebrochen bist, so wie ich jetzt gerade, dann hast du hier überall Zellen, die noch geschlossen sind. Und in den Zellen befinden sich ja so Zombie-Typen. Und diese haben diesmal nicht Fäulnis oder sowas, sondern die sind ziemlich feurig. Was bedeutet, wenn die auf dich zulaufen, dann explodieren die und machen dann auch ziemlich viel Schaden. Wir laufen weiter. Hier haben wir dann die nächste Kategorie von Gegnern, auf die du hier treffen kannst. Diese kleinen Typen hier, die sind zwar einfach zu legen, aber definitiv auch nicht ohne, also immer mit Vorsicht zu genießen. Die Tür hier machen wir später auf, es geht erstmal weiter. Wir springen dann hier runter und hier unten sind noch mehr Zellen und noch einige von diesen kleinen Soldaten. Die lassen übrigens auch Rüstung fallen, also wenn du interessiert bist an deren Rüstung, dann kannst du die auch farmen. Und dann sollst du immer wieder schauen in die Zellen hinein. Da zum Beispiel sind drei Teile drin. Da ist auch etwas Besonderes drin. Das holen wir uns dann auch später. Aber erstmal laufen wir weiter. Wir laufen nämlich zum Boss. Dieser Durchgang da vorne ist beim ersten Mal, wenn du hier reinkommst, noch zu. Also laufen wir erstmal weiter. Wir müssen nämlich zu einem Hebel. Hier ist es dann mit einer ganzen Rattenfamilie zu tun. Du kannst dann hier noch ein bisschen was sammeln und dann geht es auch schon weiter Richtung Hebel. Hier sind wir auf jeden Fall goldrichtig in diesen Raum. Da oben ist nämlich der Hebel. Dafür müssen wir noch die kleinen Manneken hier erledigen und sobald das geschafft ist, kann man hier erstmal alles looten. In der Kiste gibt es noch einen Dunkelschmiedestein 5 und dann können wir endlich hoch an den Hebel und damit können wir dann alle Zellen, an denen wir gerade vorbeigekommen sind, öffnen. Ja, und dann springen wir hier runter und laufen zu der Tür, die ist jetzt hier offen, weil ich sie natürlich schon geöffnet habe. Wir laufen hier lang weiter und springen wieder runter und laufen wieder den Weg entlang, den wir gerade gekommen sind. An dieser Zelle hatte ich dir eben gesagt, dass da was Spezielles drin ist und deshalb laufen wir da mal rein. Und schwupp, da ist etwas drin, nämlich das Wakizashi und das ist ein Dolch. Es ist im Grunde ein Katana-Dolch. Es ist ideal, wenn du ein Katana in der rechten und das Teil in der linken Hand führst. Und damit kannst du dann ziemlich gut angreifen. Du kannst im Teil natürlich auch eine Kriegsasche verpassen, zum Beispiel was Blutiges. Das würde ziemlich gut zum ohnehin vorhandenen Blutungsschaden passen. Es geht nun weiter und zwar in diesen Raum hier rein. Hier in der Ecke befindet sich ein Durchgang hinter dieser Holzverkleidung und da geht es nun etwas tiefer runter und wenn du da so runterspringst, bist du erledigt.
hier haben wir den Boss, den wir hier erstmal erledigen müssen. Der ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, der macht zwar ordentlich Schaden, aber der ist nicht besonders schnell, also sollte man den gut besiegen können, vor allem wenn man einen guten Geist dabei hat. Hier gibt es dann noch die stinkende Leichenasche und die ist wirklich nicht schlecht. Und zwar immer dann, wenn man eine Asche braucht, die viel einstecken kann, damit liegst du auf jeden Fall richtig. Und dann geht es noch nicht raus, sondern erstmal durch diesen Durchgang hier und hier landen wir in Limgrave, also in dem Gebiet. Und hier bei den Grabsteinen haben wir dann Eochites Zierde. Und das ist die Waffe, wofür wir im Wesentlichen hier sind, wobei dieser Katana-Dolch da auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen ist. Ich benutze wieder mein Testgebiet und dafür haue ich diese Typen hier um und wie du siehst, hat das Schwert einen ganz speziellen Angriff, der wirklich genial ist. Das Ding macht auf jeden Fall ordentlich Schaden und blockiert auch diese Typen, wenn die hier angerollt kommen. Richtig genial, denn solange man hier in diesem Rotationsmodus ist, sage ich mal, kriegt man auch kein Damage ab. Ich bin zwar nicht sicher, aber ich glaube, man kann das auch nicht durchbrechen. Ich meine, das haben die auch geändert mit dem letzten Update, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Wie auch immer, das Ding ist auf jeden Fall genial. Der Angriff lässt sich auch aufladen, womit man dann natürlich deutlich mehr Schaden macht. Hier bei den Typen bedeutet das dann direkt, dass man mit dem Angriff sofort den Gegner erledigt und ausschaltet. Der fliegt dann richtig zurück und dann war es das mit dem Leben. Also ein richtig geniales Teil und wie du siehst, kann man sogar Billard spielen. Direkt mal zwei auf einmal weggehauen. Ziemlich genial das Teil. Dieses Schwert skaliert auf Arkane und Geschicklichkeit. Hier mal die Standardwerte von dem Teil. Um das Ding nutzen zu können, brauchst du 12 Stärke, 18 Geschicklichkeit und 15 Arkane. Und dann kann es auf jeden Fall losgehen. Also ich kann dir das Teil nur allerwärmstens empfehlen. Und wenn du hier sehr früh unterwegs bist und den Boss hier einfach nicht packst oder auch schon Probleme in der Höhle hast, gar kein Problem. Ich habe hier noch einen Bonus für alle, die sehr früh hier ankommen. Und zwar kannst du dir das Schwert auch holen, indem du diese Höhle umgehst. Dafür musst du einmal zu dieser Gnade. Und von hier aus zeige ich dir nun den Weg, wie du zum Schwert kommst. An dieser Stelle bin ich aber schon mal raus. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.